Im September 2008 beginnt bereits der zweite Doktorandenjahrgang sein Studium in Mannheim. Let me welcome you all here in Mannheim in the Economics Department. An der Graduiertenschule GES, der Graduate School of Economic and Social Sciences, werden die neuen Studierenden begrüßt und das mit Stil. Hier gibt es ein in Deutschland einzigartiges Ausbildungsprogramm. Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Sozialwissenschaften werden in einem kohärenten Curriculum unterrichtet. Doch wie erfährt man davon? I got to know, DFG. Ich erfuhr während meines Studiums von der DFG, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, habe ins Internet geschaut und sah, dieses Programm ist Teil der Exzellenzinitiative und dachte, klasse, da bewerbe ich mich. Ich wusste nach meinem Studium, dass ich gerne promovieren möchte und habe dann gezielt nach Doktorandenprogrammen gesucht, die am Anfang noch Kurse haben, weil es mir wichtig war, nochmal die Grundlagen richtig zu lernen. Ich war am Überlegen, ob ich zurück nach England gehen sollte oder eben hier in Deutschland was suchen. Und nach allem, was ich gesehen hatte, war Mannheim die Top-Adresse, gerade für Promotionen. Und da landet man ganz natürlich bei der GES dann. Die GES ist in internationale Netzwerke und Forschungskollaboratorien eingebunden. Daher ist die Zahl der Bewerber groß. Um den Bewerbungsprozess effizient und komfortabel für die Bewerber zu gestalten, ist eine eigene Bewerbungssoftware entwickelt worden. Beste akademische Abschlüsse sind Grundvoraussetzungen. Und welche Kriterien sind außerdem von Bedeutung? Wir brauchen Leute, die wirklich an gesellschaftlichen Fragen interessiert sind und die in der Lage sind und bereit sind, darüber analytisch nachzudenken und zu Antworten zu kommen, die empirisch und analytisch begründet sind. Wichtige Informationselemente sind Gutachten. Das ist sehr wichtig, dass wir von Leuten, die wir kennen, von Kollegen, die gut sind, Empfehlungsschreiben bekommen. In allen drei Disziplinen werden zunächst in Kursen die empirischen und quantitativen Grundlagen vertieft und während des ersten Studienjahres die Themen der Dissertation festgelegt. Ab dem zweiten Studienjahr haben die Studierenden die Zeit, sich intensiv mit ihrem Forschungsthema im Rahmen ihrer Dissertation zu beschäftigen. Im Center for Doctoral Studies in Social and Behavioral Sciences kann in folgenden Fächern promoviert werden: Politikwissenschaft, Psychologie und Soziologie. Im Center for Doctoral Studies in Economics wird ein breites Spektrum mikro- und makroökonomischer Fragestellungen untersucht und es werden methodische, wirtschaftspolitische und empirische Themen erarbeitet. Und im Center for Doctoral Studies in Business liegt der Fokus auf Accounting and Taxation, Finance, Management oder Operations and Information Systems. Diese akademische Umgebung ist ideal, um den Doktoranden ein tiefes Verständnis in die Zusammenhänge von Wirtschaft und Gesellschaft zu geben. Ob sie die Anforderungen erfüllen, das sollte ein persönliches Gespräch ergeben. Anfang April, glaube ich, war ich hier zu einem persönlichen Interview mit drei Professoren, das sehr gut verlief und mir einen guten ersten Einblick vermittelt hat. Und war eigentlich sehr zufrieden damit. Mit dem Professor Janibar konnte ich über meine Diplomarbeit reden, die ich gerade angefangen hatte zu dem Thema, weil er aus dem Fachbereich auch ist, in dem ich geschrieben habe. Und mit dem Doktor von Meer habe ich über meine Schreibprobe diskutieren können. I had a telephone interview. Ich hatte ein Telefoninterview mit dem Professor. Ich war wirklich nervös. Aber der Professor war sehr nett. Er fragte mich einiges. Ja, und es lief richtig gut. Wie Liang Cheng werden alle in der Methodik der modernen Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ausgebildet und mit den notwendigen Werkzeugen ausgestattet, um unabhängig und selbstständig forschen zu können. Durch die Exzellenzinitiative konnten in jedem der drei Forschungszentren neue Professoren berufen werden, wie der Sozialwissenschaftler Professor Thomas Gschwendt. Im ersten Studienjahr haben die Studierenden neben ihren Pflichtkursen eine Auswahl von übergreifenden Wahlfächern. Denn Spitzenergebnisse in der Forschung sind oft inspiriert von Entwicklungen in benachbarten Wissenschaftsgebieten. Und international hochrangige Forschung ist das Kernthema der GES. Und wo steht Mannheim heute im Vergleich zu einer der weltweit führenden Wirtschaftsunis, Stanford in Kalifornien? Sicherlich gibt es Unterschiede. Also ein Grund, warum ich jetzt hier bin für die zwei Monate, ist eben auch genau, um zu sehen, wo liegen eigentlich noch Unterschiede. Weil ich denke, die deutschen Universitäten haben einen großen Schritt gemacht in den letzten Monaten. Und Mannheim ist ein gutes Beispiel, hat jetzt eine Gruppe wirklich dynamischer junger Leute. Und da werden andere nachkommen wollen. Und das macht Mannheim zum Beispiel zu einer sehr attraktiven Universität.
Die Graduate School of Economic and Social Sciences ist bereits jetzt ein Aushängeschild der Universität Mannheim und ein wichtiger Schritt für weltweit deutliche Sichtbarkeit der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Deutschland.